Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Portal. So, in der letzten Folge waren wir in einer Teststrecke für diese kleinen diabolischen Androiden da. Nein, nicht aktivieren. Du bleibst schon da, wo du bist. Das war eine Teststrecke für Militärandroiden und wir holen ganz schnell hier ab. Das war nämlich nicht feierlich. Boah, mich setzt immer noch ein bisschen der Schrecken in den Körper. Musste aber auch gerade echt mal übertrinken. Ich bin mal gerade ehrlich, ich habe die erste Folge habe ich an einem Abend aufgenommen, als ich ein bisschen Langeweile hatte. Ich hatte dann nicht mehr und jetzt habe ich die letzten weiteren vier Folgen sind bei mir jetzt, also ich bin jetzt in der fünften Folge. Die habe ich seitdem allein aufgenommen, also an einem Stück. Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Oh. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Ein gewichteter Begleiterkubus? Okay, Moment. Ah, ich glaube, ich verstehe. Das soll so funktioniert sein, du hilfst mir, ich helfe dir. Okay. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Wie? Tschüss, Junge. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Ach, von da kam. Also muss ich da rückwärts laufen. Okay, ich glaube, langsam verstehe ich es. Also da habe ich jetzt ein bisschen länger dran gesessen, bin ich ehrlich. Das habe ich echt nicht gepeilt. Ah, aber hier ist auch lustig. Oh Gott, ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Oder vor allem bin ich jetzt mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Und kann ich mal der Ladebildschirm gucken, dass das gestartet wird? Ich meine, hallo. Alter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Okay, alles easy, alles easy. Okay, eins muss dahin. Okay, eins muss wie gesagt dahin. Natürlich muss das Portal dahin. So, jetzt muss man eigentlich nur noch warten, wenn mich nicht alles täuscht. Hm? Oh. Okay. Was ist das? Das schauen wir uns doch mal an. Okay. Ein Portal sollte hier aber hier hin. She's watching. Was? Not in cruelty, not in worth.
the Reaper came today, an angel visited the square path and took the cube away? Was? Companion Cube. Companion war ja Begleiter. Okay, da muss der Kubus her. Ich glaube, den muss man einfach da reindrücken. Nenn ich es mal. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter-Kubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiter-Kubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Okay, ja, das dritte müssen wir jetzt. Okay, das ist jetzt offen. Oh Mann, ich hab ein paar Bedenken, ob wir hier überhaupt wieder lebend rauskommen. Okay, hier wird jetzt gerade nichts geschossen, das ist gut. Portal da hinten hin. Also langsam wird es hier echt brenzlig. Okay. So. Jetzt sollte hier schon mal alle drei Sachen aktiviert sein. Komm mit, komplett, Herr Kubus. Boah, das war auch eine scharfe Sache gerade. Gehen wir wieder nach oben. Wer weiß, wann das hier weg ist. Flup. 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 Okay. Kann man jetzt einfach auch. Okay, bleib mal da. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und was? Muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte was? Bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennungsanlage. Wir sollen ihn verbrennen? Treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Brudermord. Du Monster. Ich hätte ihn echt zu gerne mitgenommen. Mano, jetzt hatten wir endlich mal hier, auch wenn es ein Würfel war, aber wir hatten jemanden oder etwas. Etwas Vertrautes. Und er hat dann her, sie hat Motivation gegeben. Och Mann, oh, ich hasse dieses Spiel. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Ja, was? Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen? Thank you.
Okay, jetzt schon wieder. Da ist giftige Gülle oder Säure oder was auch immer. Ich schätze mal, es wird Säure sein, ansonsten, ich weiß nicht. Gift kann man ja, glaube ich, also, man sollte es natürlich nicht machen, aber ein Gift könnte man ja theoretisch gesehen schwimmen. Säure haben wir ja. Das Gift. Hier ist eine Tür. Ach, natürlich dürfen wir nicht durch. Aber hier steht jetzt kein Tipp. So weit, oder? Hier ist etwas. She's watching you. Ein durchgestrichener Kuchen. Not, never, what, now? Courage is not the absence of fear. Das gefällt mir überhaupt nicht hier. Ich schätze mal, man muss den hier, ja. Yo! Ist klar. Okay, so weit wie möglich hinten. Alter. Ah, okay, das ist das Orangene. Boah, das wird aber auch immer gefährlicher hier. Oh nein. Okay, erstmal die Androiden wegmachen. Ich glaube, das können wir mit denen. Nehmen wir den einfach hier die Kapsel rüberschicken. Da, schluck, du kleiner, dreckiger Roboter. Okay. Ich will nicht wissen, was das gerade war. Es gefällt mir auf jeden Fall nicht. Ich will hoffen, dass die Aufnahme darunter jetzt nicht gelitten hat. So. Nächste Kugel. Ich mache jetzt einfach mal so. Dann ist der da auch weg. So. Und jetzt noch da und da. Dann sollten die ganzen Androiden weg sein. So. Ach du Heilige, ich bin schon. Ja, okay, 3 Minuten, aber das ist für das Projekt sollte es schon was länger sein. Ich würde sagen, ich beende damit jetzt auch mal diese Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, an mehr Kritik als in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch eine kleine Gedenkminute einlegt bezüglich unserem guten Kumpel, dem Begleiter Bobos. Ruhe und Frieden. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht töten.